Guten Morgen, liebe Freunde. Es ist Sonntag, 7 Uhr. Und was machen wir? Wir gehen wandern. Ja, ihr liegt noch in den Betten, aber wir sind schon unterwegs. Wir sind heute in Peetz. Und zwar ist das in der Nähe von Bestensee. Und wir wollen heute eine kleine Runde von 10 Kilometern laufen. Wir wollen an der Kiesgrube entlang und dann zum Peetzer Hintersee. Ja, die Runde ist nicht so lang, aber wir wollen uns das mal wieder einlaufen. Die letzten Wochen waren wir, sagen wir mal, nicht ganz so fleißig, was das Wandern angeht. Das holen wir heute nach. Und jetzt geht's los und ihr kommt mit. Ja, gleich am Anfang von der Wanderung ein sehr interessantes Schild. Ja, das solltet ihr euch alle gut durchlesen. Unbeliebte Naturbewohner. Ja, hier ist alles das, was ihr an Müll im Wald zurücklasst, mal aufgezeigt und wie lange es braucht, bis es verrottet. Ja, ganz schlimm. Eine Flasche aus Kunststoff, PET, 500 bis 1000 Jahre. Also, liebe Freunde, ja, was wir immer predigen, den Müll, den ihr mit in den Wald reinnehmen könnt, den könnt ihr auch mit rausnehmen. Hier sieht es aus, als wären die Waldarbeiter sehr kreativ gewesen. Ja, man sieht genau, wir sind im Herbst, es blüht die Heide. So, das habt ihr nur ganz kurz gesehen, da war ein Fuchs. Mit Pilze suchen waren wir dieses Jahr ja noch nicht so erfolgreich. Ja, und auch hier scheint es so, als würden wir heute keine finden, die wir mit ins Körbchen nehmen könnten. So, dieser Pilz ist mir natürlich auch wieder völlig unbekannt. Wenn ihn jemand von euch kennt, gerne in die Kommentare schreiben. Ganz samt in der Oberfläche. Fühlt sich sehr gut an. Aber ich nehme ihn nicht mit. So, liebe Freunde, hier mitten im Wald. Ein Teichfrosch. Was macht der hier? Der hat sich doch verlaufen. Ja, die Kamera hat ein bisschen Mühe, sich scharf zu stellen in dem Gras. Aber man kann ihn gut erkennen. Ja, schön. Alles voller Himbeeren und da haben wir auch noch eine Spinne dazu. Ja, auf die stellt sich die Kamera gerade nicht scharf. Aber die Himbeeren lassen wir mal stehen. Wir haben so ein bisschen Angst vor dem Fuchsbandwurm. Auch eine sehr schöne Spinne, aber die Kamera mag sich irgendwie nicht dauerhaft darauf scharf stellen. Die mag wohl keine Spinnen. Und das Suchbild der Woche für euch, ein kleiner Specht. So, ich habe euch mal ein bisschen heller gemacht.
Jetzt ist er gut zu erkennen. So, liebe Freunde, hier hat die Natur einen riesen Sitzplatz gebaut. Guck mal. Hört sich ziemlich fest an. Willst du mal ausprobieren? Na klar. Und? Okay. Schönen Gruß an die Forstverwaltung. Ne? Den Rest übernehmt ihr. Ja, cool. Ja, hier ist noch eine Bahnschiene. Jetzt weiß ich aber nicht genau, ob die zur Kiesgrube gehört, an die wir gleich kommen werden, oder ob die Teil des ehemaligen NVA-Geländes war. Ja, und hier kreuzt die Schiene jetzt den Weg und weist in Richtung Kiesgrube, also wird es wohl mal zur Kiesgrube gehört haben. So, ich hoffe, ihr könnt ihn erkennen. Ist ein bisschen hinter den Blättern, aber das ist ein wunderschöner Schwarzspecht. Vielleicht haben wir Glück und er kommt noch mal ein Stückchen höher oder tiefer. Da ist er, in seiner vollen Pracht. Ja, der Pilz sieht aus wie gemalt, ja, aber ich kenne ihn nicht und wir lassen ihn stehen. Ja, und hier auf unserem Weg ist noch ein kleiner Ölkäfer. Mittlerweile sind wir angekommen am Pezer Hintersee. Ja, und hier ist auch noch ein Highlight von der Tour. Nachdem sie schon uns die Kiesgrube vorenthalten haben. Ja, hier ist eine Kiefer mit einer riesen Wurzel. Aber auch hier gibt es keine Bank. So, das Mikrofon lege ich mal in die Mitte von uns. So, Christiane, sag mal was Schönes. Ja, schöne Tour bis jetzt. Ja, einziger Mangel? Keine Bank. Keine Bank, ja. Kiesgrube, sind wir irgendwie dran vorbei, haben sie nicht gesehen. Ja, kann ich mit leben. Ja, jetzt sind wir mal am See lang. Sehr viele Angler bis jetzt. Ja, mal sehen. Ja, jetzt machen wir erstmal Frühstück, oder? Jetzt machen wir erstmal Frühstück. Haben wir uns gut verdient. Genau. Gut. Okay. Wir haben heute was zu feiern. Ja, was haben wir denn zu feiern? Die 100. Wanderung bei Komoot. Genau, die 100. gemeinsame Wanderung bei Komoot. Genau. Wir haben natürlich schon viel mehr Wanderungen. Es gab auch eine Zeit vor Komoot. Ja. Da sind wir auch schon gewandert. Auf alle Fälle. Aber heute ist die 100. und jetzt gibt es ein kleines Pikolöchen. Ja. Machst also, du mal bitte auf. Ui. Bitte sehr, du darfst als erstes. Danke, ich darf als erstes. Also ein Glas haben wir jetzt nicht extra mitgenommen. Aber Pikolöchen ist lecker. Lecker. Kaum nippt, schon kann ich gar nicht mehr reden. Ja, ganz fürchterlich. Wir sind es nicht gewohnt. Wir sind es nicht gewohnt. Am frühen nicht Morgen. Ich bin ja noch nicht fertig mit Trinken. Wir haben noch nicht mal 10 Uhr. Genau. Aber die 100. kommt nur einmal und deshalb feiern wir die auch nicht. Genau. Auf die nächsten 100. Was? Auf die nächsten 100. Ja, geht auch ohne Wanderstock manchmal. So, ziemlich urig hier der Weg.
Ja, was natürlich ist, sehr viele Spinnweben. Wir haben es Herbst. Die Kreuzspinne hat ihr Revier. Ja, und wir sind eigentlich die Eindringlinge. Da müssen wir also mit leben. So, ich habe wieder mal den Schalk im Nacken. Er hat auch einen Namen. Christiane. Was denn? Könnt ihr mal einen Schwank aus meiner Jugend erzählen? Erzähl mal, wie wir uns kennengelernt haben. Nein. Also zumindest eine der ersten Begegnungen. Nee? Nein. Ja. Später mal. Später mal. Okay. Also müsst ihr dranbleiben am Kanal, damit ihr die Geschichte später mal erfahrt. Jetzt muss ich ab und zu mal durch mein Gesicht wischen, auch wenn es komisch aussieht. Das sind halt die Spinnweben. Unterwegs mit Ralf, nur ein Mann und der Wald, ey, ihn stoppt kein Gestrüpp und ihm wird nie zu kalt. Komm und reise mit Ralf, nur ein Mann und der Wald, ey, komm doch einfach mit Cam und Rucksack dabei. Nach den Tutorials ist doch immer alles klar und der die besten Momente ein mit der Kamera. Er macht die besten Tutorials, er zeigt die neuesten Tricks. Wer gute Videos und Fotos will, was Besseres gibt es nicht. Und auf der Wanderung ganz viel zu sehen, kein Video ist gleich. Erzgebirge oder in Berlin und mal da noch am Teich. Ja, liebe Freunde, das ist auch schon das letzte Highlight auf der Tour. Der kleine Kahlkopf hier in Peetz. Ja, der hat seinen Namen bekommen 1997. Da gab es ja einen kleinen Ideenwettbewerb. Und die Peetzer haben sich dafür entschieden, ihn kleinen Kahlkopf zu nennen. Okay, wenn sie ihn daran erinnert, dann ist das eben so. So, jetzt wurde ich gerade darauf hingewiesen. Er hat seinen Namen auch bekommen nach der Erhöhung Kahlkopf am Peetzer Hintersee. Da wurde er nämlich gefunden. Ja, war mir entfallen. Ich entschuldige mich dafür. Das war's, liebe Freunde. Ja, das war unsere Wanderung hier in Peetz. Der Hahn kräht im Hintergrund. Ich hoffe überhaupt, der Ton ist gut zu verstehen, weil das Mikrofon hier irgendwo liegt und nicht am Mann ist. Aber ich denke schon. Ich hoffe, die Wanderung hat euch genauso gut gefallen wie uns. Lasst uns gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und bis dahin, ciao, liebe Freunde. Unterwegs mit Reisen.